Was wollte ich? Genau, ich wollte nach. Ich muss mal wieder nachgucken, wie man in die ins Force-Menü geht. Hä? Force-Pause-Menü, Eingabefenster. Denn ich bin. Scheiße, Force-Push kann ich gar nicht. Uff, Besson. 45.000! Was zur Hölle? Was habe ich denn hier noch Schönes? Mind Trick. Saber Throw. Nutze ich fast eh nicht. Repulse. Power and Damage Attack is greatly increased. Disintegrate, also auflösen. Aber nur geschwächte oder beschädigte Feinde, sag ich mal. Klingt gar nicht so scheiße eigentlich. Mind Trick und Saber Throw werden wir so gut wie nie benutzen. Und zwei Feinde hochheben ist auch nicht unbedingt erforderlich. Wie sieht's denn mit dem Dingstens aus? Stun Time is increased. Force Lightning Strikes up to 5 enemies at once. Nee, wisst ihr was? Ich bleib bei Force Repulse. Denn das ist doch ganz witzig, wenn man von mehreren Gegnern umzingelt wird. Aber hier nicht gerade noch so ein. Genau, hier, er hier. We losing him, yes. Wie könnt ihr mich denn hier noch treffen? Ich will eigentlich, dass der Penis zu mir kommt. Tot? Oder noch am Leben? Noch am Leben. Okay, das war gerade eine krasse Kombo. Ich weiß nicht, wie ich ihn gemacht habe. Er hat ihn irgendwie hochgehoben. Jetzt machst du deinen Bumm wahrscheinlich. Jupp. Und jetzt seid ihr dran. Üben wir doch mal. Ja, so wollte ich das eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich den aufladen. Ne, erst so und dann E drücken. Genau. Sieht schon ein bisschen spektakulär aus. Ruckel, ruckel, ruckel. Da sehe ich schon einen Sniper, der auf mich zielt. Kleines Schweinchen. Jetzt aber. Nein, erst das drücken. Oh, ich wollte gerade loslassen. So. Ist hier noch irgendein Gegner, den ich zufällig in irgendwas reinwerfen kann? Soundeffekte, muss ich ja mal sagen. Übrigens, nach Secret of Mana 2, Secret of Mana, bin ich mir noch nicht sicher, was ich mache. Also der eine will, nee, zwei Leute wollen sogar schon ein Gruppenprojekt mit mir machen. Einer davon will ein Projekt spielen, was, also welches Spiel ich nicht wirklich gut finde, der Deathbound 2048. Aber ich denke mal, wenn man das zusammenspielt, könnte es vielleicht doch gar nicht so schlecht sein. Aber wenn ein besseres Spiel bis dahin rausgekommen ist, werde ich wahrscheinlich erst das machen. Ich will mal so ein richtig schön neues Spiel spielen. Und hier haben wir ein Gesundheitsholochron, was uns überhaupt nichts bringt. Dünn! Dramatische Musik. Dünn! Oh mein Gott. Achso, ja, klar. Scheiß Mini-Entgegner, du wirst mich noch kennenlernen, da. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass noch ein größerer Gegner kommt als der da. Jetzt lasse ich mich schon von dem fertig machen. Recht.
Hier zum Beispiel. Oh, ich glaube, ich hätte noch was anderes machen müssen. Zum Beispiel halten. Nee, irgendwas muss ich machen dann. Moment, ich gebe das nochmal. Flat Space drücken? Nee. Oder einfach zuschlagen? Könnte natürlich auch gehen. Oh, ich wollte. Ich wollte doch keine Blitze machen. Egal. Das sind wir beim nächsten. Interessant. Wo muss ich lang? Was hat es mir jetzt gebracht, hier hinzukommen? Oder muss ich wieder die Dinger anschließen? Sehe ich irgendwas? Was ihr vielleicht schon längst gesehen habt? Irgendwie. Irgendwie nicht. Sehr merkwürdig. Moment. Genau, das hatte ich voll vergessen, dass wir das auch noch machen können. Oh, Alter, hör auf zu ruckeln. Hä, wo sind wir da hingekommen? Ich wäre hierher gekommen. Habe ich mich wohl hier irrt. Das sieht doch gut aus. Ich werde, wenn ich jetzt da weitergehe, dann übersehe ich wieder ein Hologramm, was hier versteckt ist. Wahrscheinlich ganz in der Nähe. Komm her. Lass dich lieb haben. Nee. Das ist einfach nur eine toll aussehende Kombo, die aber nicht wirklich mehr bringt als das. Vielleicht das da ja ein Hologramm ist. Oder dahinter, oder? Hologramm, wo bist du? Es existiert gar keins. Na egal, ich gehe weiter. Jump and Run ist das hier. Oh, ich höre was Großes. I'm locking down the engine room until you clear it out. Oh, toll. Irgendwas schießt hier. Ach so, das waren diese Feuerdinger. Was ist denn da unten? Das ist so ein kleines Mini-Ding. Hallo, wie geht's denn so? Oh. Ja, oh! Man kann auch übertreiben. Kein Wunder, dass es später kommt. Ich frage mich auch, warum es diese Gegner mit Lichtschwertern zum Beispiel nicht in den Star Wars Film gegeben hat. Klar, weil die Star Wars Filme alt sind. Aber das ist dann irgendwie halt ein bisschen unlogisch alles, warum es die jetzt plötzlich gibt. Warum man will ja Abwechslung im Spiel haben, ne? Lass dich doch endlich töten! Ja, wenn dann richtig. Komm, schieß. Nicht so, mit Raketen meinte ich. Na. No. Ich scheiße einfach mal auf die Last. Okay, das war ein Sinn. Ich will einen von denen in so ein Feuerding einschmeißen. Um zu gucken, ob es sich dann auflöst. Egal. Wieder ist Sniper, hä? Oh, da hinten kommt schon wieder die Lichtschwäche. Okay, erst die Sniper, dann die Lichtschwert-Freaks.
Einer lebt nicht, er verschwindet. Habt ihr das gesehen, wie dämlich? Der Typ steht genau neben der Flamme. Hoffentlich stirbt der andere auch noch. Nee. Hier, stellt euch doch eine schöne drauf. Geht doch. Hä, sind die dämlich, Alter? Sterben aber nicht sofort. Wie das am Ruckeln ist. Und ich werde mir zu Weihnachten eine zweite Festplatte kaufen. Jawohl. Und zwar entweder kaufe ich mir eine richtig schnelle und benutze die dann als Systemplatte und diese jetzige 500 GB als Platte für Videos. Ich denke mal, so mache ich es auch. Und so dürfte ich meine Performance noch ein bisschen steigern können. Er steht genau in der Flamme. Wenn ich ihn da so festhalte, müsste er eigentlich gerutzelt werden. Will er aber nicht. Ich bin auch nicht gerade der Beste irgendwie. Okay, komm. Fail. That's the last of them. Now, get moving. Oh, wir könnten wieder ein bisschen furios werden, aber wir lassen es mal. Bis wir wieder irgendwelche fetten Gegner haben. Ja, die sind damit ja leicht zu spielen. Oh, da ist ein Lichtschwertkristall. Ach, keine Ahnung. Kann nicht mehr reden. So, was haben wir denn da gefunden? Lichtschwerter. Regeneration hatten wir schon. Okay, dann ist er nicht hier. Life Drain. Fokus hatten wir. Healing hatten wir ebenfalls. Meditation. Chaos. Meditation hatten wir, glaube ich, noch nicht. Guck, was ist denn das hier? Doch, den hatten wir auch schon. Chaos hatten wir ebenfalls. Gain extra Force Points. Gucken wir doch einfach mal. Okay. Wir haben was gefunden, aber irgendwie wird es nicht angezeigt, oder? Ich irre mich auch. Und das war jetzt einer der, die ich mir gerade angeguckt habe. Ist mir auch egal, weil die Schwertkristalle, die wir momentan haben, die sind vollkommen ausreichend. Einfach mal die Tür hauen. Ich kann ja auch so viel dafür. Wie komme ich da hoch? Und warum ruckelt es jetzt schon wieder?